Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesetz der Annahme. Das Thema des heutigen Tages ist, sich von dem Zustand, in dem ich jetzt verweile, loszulösen. Das ist enorm wichtig, weil jegliche Selbstüberzeugung nur dann wirklich funktioniert, wenn meine Willensanstrengung auf ein Minimum reduziert ist. Viele Menschen, die zu dem Gesetz der Annahme kommen, oder auch das Gesetz der Anziehung, kommen meistens aus Situationen, die schon sehr, sehr emotional sind, sehr erdrückend sind. Und mehr oder weniger ist das, was sie da machen, eine Flucht vor der Außenwelt, was eigentlich immer schon ein Indiz dafür ist, dass die Willensanstrengung viel zu groß ist. Das Problem bei Emotionen ist, dass Emotionen den Charakter einer Fußfessel haben, was einfach bedeutet, dass sie mich mehr oder weniger in dem Zustand, in dem Bewusstseinszustand, in dem ich jetzt verweile, ankern. Ja, es ist wie eine Fußfessel, die mich dann halt sozusagen festhält in dieser Seifenblase, aus der ich meine Welt wahrnehme. Und ich möchte in eine andere Seifenblase, ich möchte in einen anderen Zustand, ich möchte in den gegenteiligen Zustand. Aber ich bin eben gefesselt, ich komme nicht raus. Neville hat immer gesagt, bist du Bewohner oder bist du ein Gefangener? Damit meint er, wenn du ein Bewohner des Zustandes bist, kannst du selber auswählen, was dein Wohnort ist. Wenn du ein Gefangener bist, kannst du das nicht mehr. Du wirst festgehalten. Und was dann halt die meisten Menschen machen, ist, wenn sie merken, dass sie an dieser Fußfessel sind, dass sie versuchen dann eben mit mehr Aufwand immer mehr sozusagen zu versuchen, diese Fußfessel zu lösen. Ja, sie versuchen sozusagen, dass die Kette bricht. Das wird aber nicht passieren. Stattdessen werden sie halt immer erschöpfter und erschöpfter und erschöpfter und erschöpfter und irgendwann fallen sie dann in diesen Zustand einfach vor Erschöpfung hin. Das ist der Grund, warum dann diese Emotion immer dominierender wird. Bedeutet, Neville hat immer gesagt, im Zweifelsfall falle zunächst auf das erste Prinzip zurück. Und das erste Prinzip lautet, ich bin. Und viele Anwender des Gesetzes der Annahme wissen halt noch gar nicht, was dieses Ich bin ist. Das heißt, sie wissen nicht, wer sie selbst sind. Wenn man erstmal erkannt hat, wer man selbst ist, dann würde man sich auch gar nicht mehr so einen Kopf um die ganze Dinge machen, um das ganze Gesetz der Annahme und die Funktion und die Methoden und das und die ganzen Fragen und ja, ist das denn oder Hypothesen, die dann aufgestellt werden, sondern man würde einfach es geschehen lassen, wenn man weiß, wer man ist. Um zu wissen, wer ich bin, ist es halt wichtig, dass ich dann eben auch erkenne, dass wenn ich so eine Emotion habe, die mich in einem Bewusstseinszustand festhält, ich mich erstmal sozusagen löse von dieser Fußfessel. Nicht indem ich dran ziehe wie ein Verrückter, sondern indem ich halt einfach erkenne, wer ich bin und die Fußfessel löse. Denn für mich ist alles möglich. Also es ist auch möglich, dass ich erstmal die Fußfessel sozusagen von meinem Fuß nehme und dann in den Zustand eintrete, den ich entfalten will. Und meiner Ansicht nach eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, um sich von einem gegenwärtigen Zustand zu lösen, ist anzuerkennen, dass man nicht der Zustand ist. Man ist gerade mit diesem Zustand identifiziert. Aber man kann sich auch wieder sozusagen von diesem Zustand distanzieren. Eine ganz einfache und simple Frage ist, was geschieht jetzt, wenn ich nichts tue? Also statt wie ein Verrückter an der Fußfessel zu ziehen, bleibst du einfach mal stehen und beobachtest. Was geschieht jetzt, wenn ich nichts tue? Frage dich das. Was geschieht jetzt, wenn ich nichts tue? Absolut nichts. Ich greife nirgendwo ein, ich unterdrücke nichts, ich renne vor nichts weg, ich lasse geschehen. Ich lasse die Gefühle zu, die jetzt gerade in mir sind, die Emotionen, ich lasse ihr Raum. Ich lasse den Gedanken Raum. Den inneren Bildern lasse ich Raum. Den Körperempfindungen, die ich vielleicht habe, Schmerzen, die ich vielleicht habe, ich lasse ihnen Raum. Geräuschen, die außerhalb von mir sind, lasse ich Raum. Die Dinge, die ich außerhalb von mir spüre, wie vielleicht die Kleidung auf meiner Haut, den Boden unter meinen Füßen, auch ihnen lasse ich Raum.
Weder konditioniere ich etwas, noch kämpfe ich gegen irgendetwas an. Ich lasse es einfach nur zu. Ich beobachte. Ich beobachte die Gedanken. Die Gefühle. Das Erste, was dabei eben einem offensichtlich wird, ist, dass diese Dinge alle in meinem Bewusstsein wurzeln. Nur deswegen kann ich sie auch wahrnehmen. Weil ich mir dessen bewusst bin in diesem Augenblick. Ich bin mir bewusst der Gedanken, die ich gerade habe, bewusst des schmerzenden Gefühls, der schmerzenden Emotion oder des schmerzenden Schmerzes, den ich vielleicht physisch habe. Ich bin mir bewusst darüber, was ich spüre an Körperempfindungen, was ich fühle, was ich denke, was ich wahrnehme außerhalb meiner selbst. Ich bin mir einfach nur dessen bewusst, ohne einzugreifen. Und wenn ich mir diese Frage immer wieder stelle und beantworte, innerlich beantworte, während ich vielleicht meine Augen geschlossen habe und mich entspannt irgendwo hinsetze oder hinlege, werde ich irgendwann merken, dass es zwischen all diesen Dingen, zwischen all diesen Gedanken, die kommen und gehen, zwischen all den Gefühlen, Körperempfindungen, Geräuschen, inneren Bildern, dass all das, zwischen all den ganzen Dingen, gibt es eine Mitte. Denn wenn ich all das beobachten kann, dann muss es einen Beobachter geben. Und der Beobachter ist die Mitte. Ich bin. Und du wirst auch merken, wenn du die Dinge geschehen lässt für einen kurzen Moment und einfach nur beobachtest, dass du ihnen sozusagen damit die Lebenskraft entziehst. Was einfach bedeutet, so schnell die Gedanken kommen, gehen sie schon wieder. So schnell die Gefühle kommen, gehen sie schon wieder. Es kreist einfach um dich herum. Sie kommen und gehen. Sie kommen und gehen. Nehme dann aus diesem Zustand heraus, wer du wirklich bist. Ich bin. Ich bin nicht der Gedanke. Ich bin nicht das Gefühl. Ich bin nicht irgendwie dieses Innere, diese Vorstellung. Ich bin nicht der äußere Schmerz. Ich kann es ja nicht sein, wenn ich es beobachte. Ich kann ja nichts beobachten, was ich bin. Ich kann mein Ich bin nicht beobachten. Genauso wenig, wie ich meine Vorstellungskraft beobachten kann. Ich kann beobachten, was ich mir vorstelle, aber die Kraft dahinter, die kann ich nicht sehen. Ich kann auch mein Bewusstsein nicht sehen. Ich kann nur immer das Produkt dessen, was mein Bewusstsein herstellt, die Gedanken, Gefühle etc., das kann ich sehen, das kann ich wahrnehmen. Aber die Substanz dessen kann ich nicht wahrnehmen, weil ich es bin. Ich bin die Substanz dessen, was hier sozusagen die ganze Zeit in meiner Welt kreist. Und je mehr du dann in dein Ich Bin kehrst, wahrnimmst, dass du die Mitte bist, wahrnimmst, dass du einfach diese Dinge jetzt geschehen lässt, beobachtest, desto ruhiger wird der Sturm. Du entschleunigst den Sturm, bis er stillhält und kein Sturm mehr vorhanden ist. Und erst dann, wenn dieser Sturm sich gelegt hat, kannst du beginnen, einen gezielten, neuen Sturm zu kreieren. Was einfach bedeutet, dass du dann plötzlich das, was unmöglich war, wieder möglich ist. Nämlich, dass du in einen anderen Bewusstseinszustand wechselst. Zum Beispiel mit der Frage, wie würde ich mich fühlen, wenn das wahr ist? Oder eben einer Vorstellung, einer Szene, einem Bild, was auch immer. Aber die Fußfessel hast du in diesem Moment einfach gelöst und du bist jetzt wieder fähig, von diesem Zustand in den nächsten Zustand zu gehen, weil du erkannt hast, dass du größer bist als dieser Zustand. Denn als du deine Gedanken, Gefühle etc. beobachtet hast, hast du in Wirklichkeit einfach nur den Zustand beobachtet, in dem du jetzt bist. Weil ein Bewusstseinszustand ist charakterisiert durch all deine Gedanken, die du hast, wenn du in diesem Zustand bist. All die Gefühle, all die Glaubenssätze, all die inneren Bilder, all die Entscheidungen, all die Handlungen und all das, was du vielleicht sonst noch in deinem Geist hast, all die Erinnerungen. Das alles kommt, entspringt immer aus dem Zustand, in dem du jetzt bist. Und wenn du es beobachtest, beobachtest du mehr oder weniger einfach nur den Bewusstseinszustand, in dem du jetzt bist. Und solange du etwas beobachtest, kannst du es nicht mehr sein. Und wenn du es lang genug beobachtest,
dann verblasst es. Und du stellst fest, wer du wirklich bist. Ich bin. Ich bin das Licht. Ich bin die Tür. Ich bin Anfang und Ende. Ich bin das Leben. Also, spiel einfach mal damit. Frage dich auch während des Alltages immer mal wieder, wenn du mal kurz eine ruhige Minute hast, was geschieht jetzt, wenn ich nichts tue? Wenn ich nichts tue? Wenn ich nichts tue, wer ist ich? Und wenn ich nichts tut, dann kann der Sturm, oder dann hat der Sturm kein Zentrum mehr. Und wenn der Sturm kein Zentrum mehr hat, dann kann er nicht weiter existieren. Und auch wenn du in die Meditation gehst, schließ deine Augen, stell dir diese Frage immer wieder, beantworte sie dir am Anfang, aber richte deine Aufmerksamkeit, folge einfach mal dem Pfad dieser Frage. Du wirst feststellen, nach 10, 15 Minuten, vielleicht auch schon weitaus früher, merkst du, die Dinge stehen still. Du merkst eine Gelassenheit. Du merkst, dass du losgelassen hast, den Zustand. Du merkst eine tiefe Entspannung. Du merkst, dass plötzlich wieder alles möglich ist. Weil für Ich Bin ist alles möglich. Wenn du weißt, wer Ich Bin ist, dann weißt du auch, warum alles möglich ist. Denn Gottes ewiger Name ist Ich Bin. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf ein Abo, ein Däumchen, einen Kommentar. Wenn du Interesse an einem sechsteiligen Kurs zum Gesetz der Annahme hast, kostenfrei auf meiner Seite www.kevinkunert.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.